Erstmal danke an Sauerland und an Rainer Gottwald, dass der Kampf zustande gekommen ist, weil ich darauf schon beharre, seitdem Angelo das Interview rausgebracht hat, wo er mich einen Anfänger genannt hat oder einen Grünschnabel, wie man auch sagt. Und ich erinnere immer nur gerne daran, zwei Tage vorher habe ich dir noch die Hand gegeben, kurz bevor ich ins Auto eingestiegen bin und habe zu dir gesagt, ich bin nicht abgeneigt davon, gegen dich zu boxen. Warum hast du es mir da nicht ins Gesicht gesagt? Also, deswegen, ich bin einfach super darauf vorbereitet. Ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht, die du vielleicht brauchst oder gebraucht hast. Wir haben uns, glaube ich, wie noch nie auf diesen Kampf vorbereitet. Nicht, weil es vonnöten ist, sondern weil ich einfach auch mit der Niederlage aus Las Vegas sehr viel gelernt habe. Ich habe gegen einen sehr starken Mann verloren, über Runden bin ich gegangen. Und wer sich das Ganze anguckt und ein bisschen Englisch versteht, der merkt halt sehr schnell, dass die Reporter gesagt haben, boah krass, dass der Junge jetzt noch in den letzten zwei Runden so aufdreht, war ein bisschen zu spät, aber gut, man hat mal Tage, die sind so, man hat mal Tage, die sind so. Der weiß ganz genau, dass ich ja, den Druck ausgeübt habe auf ihn. Am Ende hat es nicht gereicht, für mich hat es gereicht. Und deshalb, also Las Vegas war in dem Sinne keine Niederlage für mich. Vielleicht auf dem Papier, aber im Herzen und im Kopf nicht.